solange, ich sag's mal, solange Gronkh das nicht übertreibt mit Folge 1000, drauf warten. Ich meine es jetzt mit Folge 999.9999 oder irgend sowas richtig krass übertrieben. Ist es noch akzeptabel? Er übertreibt es ja nicht. Also meiner Meinung nach. Und wenn er jetzt das macht, wenn er es jetzt macht, finde ich, hat er recht. Wie ich es gerade gesagt habe, mit ewig den Folgen, hat er recht. Weil das ist unter aller Sau. Und jeder, der vielleicht meine Videos irgendwann einmal sieht, wenn ich es geschafft habe, bekannt zu werden, einigermaßen vielleicht, was weiß ich, oder vielleicht jetzt schon einer sieht, der so ein Kommi drunter gepostet hat. Fasst euch mal an die eigene Nase und denkt, was habe ich da gepostet? Was habe ich darunter gepostet? Was sollte das? Warum habe ich das gepostet? Vor allem, ich habe mir heute die Mühe gegeben, wirklich mal viel durchzulesen. Das ist ja nicht nur ein Ausdruck von Frust, wo man wegen Frustration abbaut oder so. Das ist in Ordnung, wenn man sich sagt, ey, Gronkh ist scheiße, ich wünsche mir endlich die tausendste Folge oder so. Das ist unter aller Sau, was ihr da, was viele Leute darunter geschrieben haben. Aber wirklich unter aller Sau. Das kann man sich nicht mehr schönreden. Also, ich war echt baff, wie ich manche Kommentare gelesen habe. Wie manche Leute sich aufregen wegen einer Folge, die verspätet kommt. Muss man sich geben. Es ist nur eine Folge, die etwas später kommt. Es ist ja kein... Sie ist ja nicht ausgesetzt. Sie kommt nur später. Aber ihr habt... Also manche haben sich so drüber... aufgepisst, kannst du wirklich sagen. Ich weiß gar nicht, ob Gronkh das alles gesehen hat. Ich weiß nicht, ob er sich die Mühe gemacht hat, das wirklich mal durchzulesen. Weil mir würde da sofort die Lust vergehen, da weiter runter zu scrollen und weitere Kommis zu lesen. Weil ich echt... Müsst ihr vorstellen, ich bin ein komplett anderer Let's Player. Aber mich hat es so aufgeregt. Ich mache es im Grunde, weil ich ja über ihn rede, mit Werbung für ihn. Mich hat es so aufgeregt. Deswegen ist auch heute die Aufnahme entstanden. Das ist der Hauptgrund deswegen mit. Weil ich einfach mal meine Meinung euch sagen möchte. Mich hat es so, nämlich echt heute so angepisst, was ich da gelesen habe. Und da habe ich mal gedacht, jetzt reicht's. Die haben manche von denen, die wirklich da was drunter gepostet haben, die denken, die fühlen sich vielleicht, als ob die coolsten sind. Die haben jetzt Gronkh gedisst, Alter. In meinen Augen ist das lächerlich und erbärmlich. Weil jemanden übers Internet zu beleidigen, das kann jeder. Es war ja nicht mal... Da waren ja wirklich von den ganzen Geflame und Ding... Es sind manche dabei, die sind echt okay, sie sagen halt, hey Gronkh, nicht schön. Ich hab mich so drauf gefreut. Andere sind dabei. Alter, du Spasti, was soll denn das? Ja, ihr habt keine anderen Folgen von dem gesehen, ihr wollt jetzt nur die tausendste Folge sehen. Ich mache jetzt das hier, weil ich mich wirklich so drüber aufrege, Werbung für ihn. Im Grunde, indirekt. Weil Gronkh ist ein super Let's Player. Ich habe mit meinen Let's Plays angefangen wegen ihm, weil ich mir gedacht habe, ey, ich probier's mal, ich zock auch viel. Und vielleicht schaffe ich es auch mal, dass mir Leute zuschauen. Aber das, was ich da gelesen habe, muss nicht sein. Also ich war echt...
enttäuscht. Enttäuscht. Sehr enttäuscht sogar. Wenn ich ehrlich bin, ich war sehr enttäuscht, wenn ich das gelesen habe. Habe ich nicht noch irgendwo... Jetzt mal wieder zum Spiel hier. Ich habe doch irgendwo aus dem Buch... Hatte ich nicht irgendwo Papier? Schon fertig Papier? Tropenbaumsetzling. Ach ja, das war ja da, wo man mal erkundet. Und da habe ich die Mod vorgestellt. Kakaobohnen. Hatte ich nicht noch irgendwo Papier? Ach, hier habe ich Papier, aber es wird mir nicht reichen, schätze ich. Machen wir mal neues Papier noch ein bisschen. Das reicht auf jeden Fall. Leder, Papier, 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 Buch, genau. 14 Bücher, oh, da haben wir sogar wieder ein bisschen Papier übrig. Zack. Ihr wisst selbst, Gronkh macht echt super Let's Plays, das wisst ihr selbst. Also lasst ihn seine Let's Plays auch machen, so wie er es für richtig hält, und seine Folgen rausbringen, wie er es für richtig hält. Es kommt dabei kein Mist raus. Umsonst ist er nicht so... Oh, ich hatte noch eine Eisenaxt. Umsonst ist er nicht so berühmt geworden, wie er es jetzt ist. Lassen wir sie drin. Ich finde es... Mir fehlen da echt die Worte, was ich gelesen habe. Es ist traurig. Kannst du wirklich sagen, es ist traurig? Wie manche Leute, wenn sie denken, dass sie übers Internet anonym sind, was ihr nicht seid, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Machen wir noch ein paar Falltüren. Was könnten wir denn noch draus machen? Ach, haben wir's mal rein. Jetzt geht's mal wieder rauf. Yay, wir haben mal wieder ein paar Bücher fürs Bücherregal. Schauen wir mal, wir haben ja ein paar Levels. Schärfe. Ich weiß nicht, was die Schärfe hier bringt. Machen wir die Schärfe raus. Effizienz, Haltbarkeit ist ja drin. Ey, ich habe die Levels sogar wiedergekriegt. Haltbarkeit ist drin, Behutsamkeit braucht man hier nicht. Die, also. Fehlt da nicht irgendwo Glück? Behutsamkeit kann ich machen. Es bringt mir aber nichts. Mach mal eine normale draus. Jetzt geht's wieder. Ich kann ja nicht mit dem Mod kann. Ups. Mit dem Mod kann ich nicht auch alles wieder rausziehen. Also Effizienz. Haltbarkeit. Jetzt ist wieder Glück weg. Können wir ja ein bisschen ausprobieren. Glück. Glück 3. Effizienz. 4. Kann ich jetzt noch eine 5 draus machen? Jetzt kann ich noch eine 5 draus machen. Haltbarkeit. 3. Jetzt habe ich eine Haltbarkeit, Glück, Effizienz, Spitzhacke. Das ist natürlich wunderbar. Jetzt habe ich aber... Oh, ich habe nur noch 2 Levels. Ach ja, hier übrigens auf Vanilla kann man wieder zum alten System und dann hier über Mod. Jetzt habe ich dies natürlich jetzt halt perfekt. Zum Abbauen von allem eigentlich. Und dann habe ich hier... Tue ich mal hier wieder alles raus, weil das brauchen wir ja eigentlich aktuell nicht. Wenn wir jetzt hier eine Super haben, Super Spitzhacke haben, da können wir uns natürlich die Levels wieder rausholen. Da können wir uns natürlich die Levels hier, was wir schon mal reingesteckt haben, und oder das mit dem Buch, wieder rausholen, machen eine normale Dia-Hacke draus. Wupp. Wupp. Level 24. Wupp. 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 Behutsamkeit.
gute Behutsamkeit, Spitzhacke hätten wir schon vielleicht schon gebracht. Mach mal Behutsamkeit. Haltbarkeit. Behutsamkeit. Mach mal zumindest mal eine behutsame. Mit Effizienz. Effizienz tun wir auch noch neu. Dass wir da zumindest mal eine haben, die ein wenig alles ein wenig hat. Effizienz, Behutsamkeit, eine behutsame. Zum Glowstone abbauen zum Beispiel. Die anderen zwei schmeiße ich mal die Tier. Die sind ja eigentlich, wenn ich sie so anschaue, noch wunderbar. Die schmeiße ich mal hier wieder rein. Wir haben hier noch eine. Was haben wir denn noch alles hier drin? Dornen. Ich glaube nicht, dass das... Oh, da müssen wir mal aufräumen, aber echt. Müssen wir echt mal aufräumen. Also die tun wir jetzt mal wieder. Zack. Zack. Was ich mal ausprobieren ist, wenn ich jetzt ein Buch reinlege. Ja, Dornen 3. Ob ich die Dornen dann auch auf eine Rüstung setzen kann. Also gut, wir haben ja jetzt halt. Ja, ich habe komplett bis auf Eisen. Das ist jetzt wieder eine normale. Bis auf Eisen. Gut, Bann brauche ich auch eigentlich nicht. Tun wir mal die Bücher wieder entchanten. Wenn es geht, ich weiß es nicht. Wow. Da kann ich ja echt alles auswählen. Was es gibt, so wie es jetzt ausschaut. Und Bann. Wow. Bann 0. Warte mal. Mache ich ein normales Buch einfach draus. Wir brauchen Bücher. Dann will ich mal hier. Die haben jetzt Federfall. Federfall haben sie. Ich kann da auch. Haltbarkeit hätte ich gerne mal auf meine Schuhe. Haltbarkeit. Chanten. Jetzt kann ich noch Schutz. Schutz. Jetzt hat er auch noch Schutz. Dornen. Ich kann sogar Dornen in die. Dornen. Ah, weiter geht gar nicht mehr. Jetzt habe ich Schutz, Haltbarkeit, Federfall und Dornen in meinen Schuhen. Das ist geil. Jetzt habe ich natürlich nur noch Level 4, da werde ich nicht mehr weit kommen. Au, au, pieks, 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 pieks. Bücher. Da machen wir doch gleich nochmal ein Regal draus. Machen wir doch gleich nochmal ein Regal draus. Dass wir es aufkommen haben. Ist ein bisschen planlos heute, aber ist nicht schlimm, oder? Das ist nicht schlimm. Ich habe mal zwar einen Zettel geschrieben, was ich machen wollte. Das einzige, was auf den Zettel drauf stand, war ausbauen. Ausfertig bauen. Also hier die Steinler und so machen. Auf der anderen Seite wollte ich dann aber auch noch Folge 100 jetzt mal vorbereiten, sodass die Felder hier langsam fertig werden. Alle ab! Dass die Felder hier mal fertig. Und hier muss ich auch noch mit Stein. Und wenn ich so her schaue, es ist ja sich gewünscht worden von mir, dass ich ein Türmchen baue. Das ist ja relativ Zentrum überlege her. Also ich habe ja vor, noch dorfmäßig und alles weg zu bauen. Es regnet. Soll ich? Ich baue ja noch ein Gästedorf. Ich baue ja noch ein Gästedorf. Ich baue ja noch ein Gästedorf. Dann ist das Lager ja weg, weil die ihr eigenes Lagerhaus brauchen. Ich muss gerade mal laut denken, Leute. Nichts dabei. Denken, ich einfach denke öfter laut. Habt ihr ja schon mitgekriegt. Mal einen Stuhl wegen weiter runterlassen. Dann könnte ich ja hier drauf einen Turm bauen.
könnte ich ja hier drauf einen Turm bauen. Rein theoretisch. Ja gut, es hat noch ein wenig Zeit bis dahin. So, lala. Aber was ich vorhabe, auf jeden Fall, was ich vorhabe. Was ich jetzt vorhabe. Hier das Haus vom Seppel. Ist natürlich schön, hm? Aber wir haben ja kein LPT mehr. Wir haben ja jetzt kein LPT mehr, wir machen nur noch ganz normales LP. Aus Anfangs war ja immer mit da. Das war so schon recht schön und nice. Ist aber wegen eingeräumt, da ist nix. Ich werde das jetzt abreißen. Da wird er mir auch nicht böse sein. Ich kenne ihn ja. Das werden wir nicht jetzt abreißen. Scheiß auf die paar Glasscheiben. Weil das mit dem zu zweit aufnehmen, allein für LP, sowas wie die Dauerfolge hier, die wird ja auch, wie wir vorhin schon gehabt haben, like Gronk, aber richtig viele Folgen haben. Ich habe ja vorher da noch sehr viel zu bauen. Wir sind